Frau Regierungsrätin Carmen Walker-Späh. Sie waren heute schon auf dem Flugplatz Dübendorf anlässlich der Veröffentlichung des Syntheseberichts. Welcher Anlass war denn der vergnüglichere? Auch beide sind sehr schön gewesen. Der Synthesebericht ist natürlich ein Neustart und ein riesiger Meilenstein in dem grossen Projekt. Und da ist vor allem auch wieder Menschen treffen und sich austauschen können. Und auf das haben wir so lange ja wieder gewartet. Werden Sie denn jetzt öfters durch solche Oberland- und Glattal-Touren? Ist das im Prinzip so etwas wie der Auftakt? Ja, man kann dem schon sagen, eine Art Auftakt. Und ich freue mich natürlich dann auch auf andere Veranstaltungen. Das Wichtigste ist aber einfach, dass wir jetzt da die Pandemie endlich in den Griff bekommen, dass auch das Leben wieder normaler wird. Jetzt haben Sie eben und auch im Vortrag durchblicken lassen, dass Sie froh sind, auch wieder sich unter das Volk zu mischen, wieder umherzufahren. Aber gleichzeitig ist das ja auch wieder recht fordernd. Oder wie erleben Sie das, jetzt wieder zu solchen Anlässen zu gehen? Also ich erlebe das als sehr bereichernd. Und das habe ich so viele Monate jetzt vermisst, auch wieder mit den Leuten zusammen sein können. Und ich bin ja geimpft. Und von dort her habe ich das Gefühl, bin ich auch, soweit ich das kann, selber geschützt. Und dass man jetzt wieder andere Menschen treffen kann, sich mit ihnen austauschen, angeregte Diskussionen führen und vor allem von ihnen auch gehört, was sie beschäftigt. Wie erleben Sie denn die Wirtschaftsleute, die Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter jetzt von der Stimmungslage her, wenn Sie denen so den Puls fühlen? Also was fühlen Sie da zurzeit? Also ich glaube, den Unternehmen geht es den Umständen entsprechend doch recht gut. Und das sieht man ja auch in den Wirtschaftszahlen. Und man hat auch gesehen in dem Gespräch, dass die Hilfe, die der Kanton und auch der Bund geleistet haben, sei es Härtefall oder Kurzarbeit, dass das sehr, sehr stabilisierend gewirkt hat und natürlich auch die Voraussetzung war, dass man die Leute noch hat, also die Leute nicht entlassen hat und dann auch wieder starten kann, wenn dann das Wirtschaften wieder besser ist. Haben Sie denn jetzt aus Ihrer Expertise heraus den Eindruck, dass Sie den Vertreterinnen aus der Wirtschaft gute Nachrichten übermitteln können, oder sind das jetzt erstmal Durchhalteparolen, die Sie jetzt sagen können? Es ist beides. Es sind sicher auch Durchhalteparolen, weil wir uns ja wieder in einer Welle befinden und wir ja halt einfach zu hohe Zahlen haben. Das wünschen wir uns alle nicht. Wir wünschen uns eigentlich dann mal ein Ende von dieser Pandemie. Und auf der anderen Seite sind es aber doch gute Nachrichten, weil die wirtschaftliche Situation sich sehr stabilisiert hat. Auch die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Und von dort her dürfen wir sicher positiv in die Zukunft schauen.